So, heute haben wir hier mal einen älteren Bausatz von der Focke Wulf TA-152H in 1 zu 72. Der Karton hat leider schon ein bisschen gelitten, wie man hier sehen kann. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, noch eine schöne alte Oldschool-Bauanleitung. Sieht sehr übersichtlich aus. Gerade mal 9 Bauschritte und dann geht schon ans Lackieren. Bei den Decals, ja, eine Variante gibt es. So, die Teile. Die Oberfläche ist nicht besonders strukturiert, wie man hier sehen kann. Da sind minimal erhöhte Panel-Lines zu erkennen. Die Auspuffrohre sind angedeutet. Und auch an den Tragflächen, also gerade mal. Die Querruder und die Trimklappen sind nach innen versetzt und der Rest ist oben drauf, also relativ rudimentär. Pilot ist dabei, das ist schon mal schön. Dass ich jetzt nichts von den Teilen verliere, weil schon ein paar lose zu sein scheinen. Ja, hier relativ große Tragfläche. Die erste Rumpfhälfte. Also innerhalb des Cockpits scheint auch nichts dargestellt zu sein. Kein Instrumentenbrett, kein gar nichts. Da scheint der Sitz zu sein. Die Abdeckklappen fürs Fahrwerk. Hier relativ spitze, lange Spinner. Und hier hätten wir noch die Kabinenhaube als Glasigteil. Ja, jetzt ist es scharf. Scheint wirklich schon eine ziemlich alte Form zu sein. Nichtsdestotrotz bin ich mal auf den Bau gespannt. Okay, das war's erstmal. So, kleiner Nachtrag, fast vergessen. Hier wäre noch der Decalbogen. Der sieht eigentlich ganz schön aus. Wie gesagt, ist nur eine Variante dabei. Gut, das war's dann.